Wo? Alter, ist das hier ernst? Die klettert nicht hier runter? Okay, speichern. Ich helfe dir. Natürlich. Ach du Scheiße. Alter. Ne. So, jetzt aber. Schön immer auf den Arsch drauf. Mistviecher. Das wird ein knappes Ding. So, einer ist hier doch noch irgendwo. Da hinten versteckt er sich. Ich bin bei dir. Natürlich daneben. Mistviecher. Okay, wo haben wir jetzt hier? Wo ist das letzte Gargoyle-Ei? Das letzte Gargoyle-Ei, wo ist das? Ist das vielleicht hier? Da ist es. Okay, komme ich hier lebend runter? Jo. Gut, hätten wir die Insel der Diebe auch, dann ist als nächstes die Schwertküste dran. La 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 da da. So, Ruderboot zurück zum Schiff. So, Eldrick. Sag mir erstmal Jaffa Bescheid. Ach, dem interessiert's nicht. Na dann. Hier, die Eierdiebe. Nein, die Eier der Insel der Diebe, natürlich. Gut gemacht. Ich denke, selbst die Gnome werden mir dabei pflichten. Wer weiß, ich traue den kleinen Kerlen so einiges zu. Wahrscheinlich hätten sie daraus Suppe gemacht. Oder Omelette. Mag sein. Aber mir ist es lieber so, wie es jetzt ist. Die Gnome sind die Gargoyles los. Wie hört sich das an? Puh, sehr beruhigend. Gute Arbeit. Die Insel der Diebe ist sauber. Naja, für Gnome-Verhältnisse jedenfalls. Die kleinen Kerle würden dir sehr dankbar sein, wenn sie das wüssten. Okay, was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. 2 von 6. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Insel. Komm mit. Ei. Halt. Verdammt. Es wird... Ei. So, das hätten wir. Die Sturminsel haben wir auch. Gucken wir mal kurz in Caldera. Aber ich glaube, da wird es keine Gargoyles geben. Komm mit. Gut. Gut. So. Hier gibt es bestimmt keine Gargoyles. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Was sagst du zu diesem Fleckchen Erde? Nein. Die Gargoyles werden wohl kaum in eine Stadt voller Menschen gehen, um sich zu vermehren. Ich glaube, Caldera können wir getrost von der Liste streichen. Okay, schon passiert. Jo, 3 von 6. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. I kept. Dann die Schwertküste. So, Paddy, du kommst wieder mit. Komm mit. Ei. Dann einmal zu Eldrick. Hier gibt's doch bestimmt Gargoyles. Das ist die Schwertküste. Was sagst du dazu? Ein riesiges Areal.
Ohne Hilfe wird es schwer, die Gargoyles zu finden. Wen könnten wir hier um Rat fragen? Venturo ist lange Zeit hier gewesen. Wenn einer die Gegend kennt, dann er. Gut, dann sprich mit ihm darüber. Am besten sofort. Natürlich. Wie sieht's aus? 10.922. Wir müssen dann bald mal wieder was skillen. Hey, Venturo. Wo könnten sich die Gargoyles an der Schwertküste versteckt halten? Diese fliegenden Biester, meinst du? Tja, ich weiß nicht, wie so ein Vieh denkt. Ich kenne da einige hochgelegene Gebiete, wo ich ein Nest bauen würde. Ich mal dir ein paar Stellen auf deine Karte. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist besser als gar nichts. Damit kann ich arbeiten. Danke. Ja? Na dann. Freut mich, dass ich helfen konnte. Jo, danke, tschüss. So, wo hat er denn das jetzt markiert? Es ist ja ziemlich... Nee, okay. Gut, dann gehen wir doch erstmal... Ja, wo gehen wir da zuerst hin? Gehen wir mal ins Dorf der Shaganumbi und laufen von da aus los. Ich glaube, das ist einfacher. So, da, wir müssen mal wieder ein bisschen rum könnten wir mal wieder gebrauchen. Okay, wir laufen in die richtige Richtung. Ich speichere erstmal vorher ab. Hallo. Gaia hat viele Geschenke. Man findet sie überall in der Natur. Ja, Truthahn. So, wie jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt da hoch? Einmal hier quer durchlaufen, geht das? Wir müssen da hinten durch diese Höhle durch, glaube ich. Und dann kommen wir da hin, zu den Gargoyles. Gargoyle! Ich finde das Wort irgendwie ziemlich interessant, Gargoyle. Ey, Gargoyle. So. Dann, wo ist denn... Ist hier nicht die Höhle? Da ist die Höhle. Frage ist, komme ich da... Ich guck mal kurz hier hoch, aber ich glaube, das ist keine gute Idee, hier runter zu springen. Ist jetzt auch nicht so ein hochgelegenes Gebiet. Wir müssen tatsächlich durch die Höhle durch. Krass. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Ach, hör mir auf. So, na komm her, du Bühne. Hier sind die zumindest ein bisschen einfacher als bei Risen 1. Ach, guck mal an, die Truhe haben wir ja noch gar nicht aufgemacht. So. Schurkenring, ja, toll. Wow, hat sich gelohnt. Freu mich. So. Ach, hier springt sie runter. Ja, aber vorhin, da läuft sie erstmal um die halbe Insel. Naja, Patty muss man nicht verstehen. Frauen sind halt kompliziert. So, jetzt sind wir doch hier eigentlich an der Stelle, oder? Ich bin bei dir. Komm doch her, du Jaguar.
Ach. Nein. Hallo? Alter, was für ein Mistviech. Hilfe? Ach du Scheiße. Pam. 1 von 6 Gargoyles. Ja, Glückwunsch. War ja klar, dass hier wieder die größte Brut ist, der größte Schwarm. Irgendwie laufen wir in die falsche Richtung. Hier ist aber kein Nest irgendwie, wo Eier sind. Ach, da hier oben. Ich bin bei dir. Na, natürlich! Wieder 2 auf einmal! So, auf die Fresse und immer schön auf den Arsch. So, wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Na, egal. Ich glaube, diese Dunkeldürrer sind die Babys von den Gargoyles, oder? Kann das sein? Jo, das war Nummer 1. Jetzt hier ist die Brut Nummer 2. Wie kommen wir denn da hin? Reisen wir mal. Wieso sind denn da immer noch X'e? Sind hier etwa noch mehr? Ach, bis da runter ist der gerutscht. Na, krass. Ich helfe dir. Alter. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Nö, niemand. Niemand. Jo, hier ist aber sonst nichts. Nö, hier sind keine Gargoyles mehr. Nur noch so eine Blaukralle, die ich noch mitnehme. Okay, dann das X macht mich irgendwie, ne. Reisen wir mal kurz wieder zu dem Turm. Und jetzt ist die Frage, in diese Richtung müssen wir irgendwie. Einmal runter zum Strand und dann drüben wieder hoch. Lal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 a. Bestimmt da oben bei dem Wasserfall. Piratenturm, wie komme ich denn? Ach, scheiße. Ich weiß, wie wir laufen müssen. Wir müssen ja hier hinten durch wahrscheinlich. Aber wo kommen denn jetzt diese ganzen Äffchen hier? Ist ja unfassbar. Okay, hier lang, den Dunkeldürrer, den lasse ich jetzt mal, da kann mich jetzt mal kreuzweise. Laufe ich hier richtig? Ja, wir laufen hier so einigermaßen richtig. So, jetzt ist die Frage, wo befinden die sich denn?
Wir müssen in diese Richtung. Ich bin bei dir. Hallo, Feuervogel. So. Ja, Patty hat mal wieder keinen Schlag gemacht. Hallo. Hä? Was hat mich da jetzt getroffen? Ach, so ein blöder, verkackter Sandteufel schon wieder. Mistviecher. So. Hey. Deine Mutter, Alter. So. 5 von 6 und da hinten ist der letzte. Vor dem speichere ich jetzt aber nochmal ab, weil ich habe jetzt keine Lust zu sterben, den ganzen Weg nochmal zu laufen. Ich bin bei dir. Hallo. Alter. Alter, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Gott sei Dank habe ich vorher gespeichert. Gut, Patty ist A, okay. Patty ist A. Patty ist da, meine ich. Ich bin bei dir. Deine Mutter schützt Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Gut gemacht. So. Das hätten wir, das hätten wir. Komm ich hier heil runter? Ich probier's mal. Funktioniert ganz gut. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da, wir müssen natürlich da drüben hin. Beziehungsweise dahin, weil da ist unser Ruderboot. So, Eldrick, diese Insel ist sauber. Ist sauber. Hier, mehr Eier hat die Schwertküste nicht zu bieten. Das ist doch gut. Gut gemacht. Die Gargoyles der Schwertküste sind erledigt. Gute Arbeit. Ich bin stolz auf dich. Die Schwertküste ist sauber. Das höre ich gerne. Gut gemacht. Wieder eine Sorge weniger auf der langen Liste. Okay. Was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Ja, ich glaube schon. Ist nur die Frage, welche Inseln gibt's denn noch? Die Bucht von Maracay gibt's noch. Das ist ja eine neue Insel. Es wird Zeit. So, das haben wir jetzt. Antigua. Antigua haben wir ja schon, oder? Muss ich jetzt tatsächlich zur Bucht von Maracay? Sturminsel haben wir, da haben wir schon. Das haben wir schon, das haben wir schon. Antigua haben wir ja schon umgebracht. Da müssen wir jetzt tatsächlich zur Bucht von Maracay. Ja, krass.
Bucht von Maracay. So, Patty. Garcia ist eine Sache. Aber wie finde ich seinen Schatz? Am besten, du verschaffst dir erstmal einen Überblick und durchsuchst sein Schiff. Er ist Piratenkapitän, also hat er dort vielleicht irgendwelche Notizen. Sieh dich einfach mal um. Mach ich. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten, du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Komm mit. Kein Problem. Ja, ist ja gut. Da ist sie endlich. Die Bucht von Maracay. Ich bin gespannt, wie weit die Expedition bereits vorgedrungen ist. Siehst du? Dort steht ein Empfangskomitee für uns bereit. Lass uns zu ihnen gehen. Jo, gleich. Erstmal will ich eine Runde pennen, weil ich möchte gerne, dass es Tag ist. Ist fürs Let's Play auch ein bisschen angenehmer, als wenn man hier im Dunkeln durch die Welt rennt. Das ist bestimmt ein super Empfangskomitee. Das hier ist die Bucht von Maracay. Was sagt deine Nase dazu? Das ist natürlich eine strategisch äußerst günstige Insel. Ich bin mir sicher, dass die Gargoyles hier versuchen werden, ihre Eier zu verstecken. Kennst du hier jemanden? Hier sind einige Protektoren stationiert. Dann geh zu ihnen und frag sie nach Zeichen des Schwarms. Wenn du die Gargoyles vernichtet hast, dann bring mir die Eier, die du hier findest. Natürlich. Aber sonst nichts zu tun. Halt. Speichern. Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Pirat. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte, läge es jetzt auf dem Grund des Meeres. Das ist ja sehr nett. Ihr hättet es ja mal versuchen können. Ich bin froh, wenn es keinen weiteren Ärger gibt. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Warum überrascht mich das nicht? Was ist passiert? Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt. Aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also, warum seid ihr hier? Wir sind auf Suche nach dem Feuertempel. Wir sind auf der Suche nach dem Feuertempel. Wir haben in Caldera erfahren, dass Garcia ihn plündern will. Gut, ich verstehe. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit den Degen zeigen. Ja, Degen interessiert mich nicht. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Okay. Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Ich suche nach Gargoyles. Moment. Sind das diese geflügelten Biester, die aussehen, als kämen sie direkt aus der Hölle? Ja, so könnte man sie beschreiben. Ich habe einige von ihnen gesehen. Es waren zwei Gruppen. Die schienen sich irgendwo nicht unweit von hier im Süden niederlassen zu wollen. Wie viele waren es? Schwer zu sagen, aber ich schätze, es waren etwa ein halbes Dutzend. Gut, ich denke, das wird helfen. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Nö. Ach, auf einmal haben wir doch die Karte gekriegt. Ja, was ist denn da los? Ist das jetzt die Schatzinsel oder was ist das? Der Gierige, Bucht von Maracay. Die Schatzinsel, Okay, das scheint etwas größer zu sein.
Legendäre Gegenstände, der Schwarm. Achso, die... Wo haben wir die denn? Dort unten, okay. Gut, wir gucken uns natürlich erstmal hier um. Ich speichere erstmal vorher ab, damit wir das Gequatsche dann nicht nochmal haben. Bist du Mercutio? Nee, Markus. Seht ihr das an, Captain? Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst, hä? Huh? Natürlich. Ich muss immer auf alles gefasst sein. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez' Befehl. Dein Glück, Freundchen. Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ach, und warum nicht? Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Ja, das glaube ich nicht. Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Natürlich nicht. Solange ich meine Kanonen habe, bin ich glücklich. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen. Natürlich. Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Schiff eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja, und darauf freue ich mich schon. Du warst Kanonier in Caldera? Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Na, ist ja auch nicht so wichtig. Was kannst du mir denn beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar, aber das kostet eine Kleinigkeit. Zeig mir ein paar Tricks, die mich härter machen. Klar, was willst du denn wissen? Okay, ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Wie oft warst du schon verletzt? Einmal, zweimal oder öfter? Öfter als mir lieb ist. Dann weißt du doch, was auf dich zukommt. Der Körper kann sich darauf einstellen. Wenn du bereit bist, wirst du die Verletzungen kaum merken. Okay, gelernt Klingenfest 2. Wie viel Gold haben wir denn noch? Härte, ich weiß nicht, ob ich das skillen soll. Ich bin mir dann nicht, bin da unschlüssig. Naja, was soll's. So, auf 6, jetzt haben wir noch 9000. Klingen, Feuerwaffen. Das gucken wir später nochmal. Ja, der weiß uns auch nichts mehr. Wer bist du? Protektor. Gibt's hier vielleicht eine neue schöne Flinte? Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Achso, hier gibt's ja noch was. Moment, legendäre Gegenstände. Die Kanonenkugel. Schade, wird mir nicht angezeigt. Blöd. Vielleicht sind sie schon alle tot. Okay, das hier... Bist du Mercutio? Ja. Was? Wie kommst du hier rein? Durch den Eingang, weil das meinte du jetzt vielleicht außen... Durch den Eingang. Sehr komisch. Mir ist leider gar nicht mehr zum Lachen, seitdem wir hier sind. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust? Und was wäre das? Unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Wenn ich noch weitere 6 Fässer kriege, habe ich genug Sachen, um mit dir zu handeln. Natürlich. Wir kommen doch auch ohne die Fässer ins Geschäft, nicht wahr? Na gut. Ich habe noch genug Ware, um mit dir handeln zu können. Aber auf lange Sicht werde ich die Fässer trotzdem brauchen. Okay, ich besorg sie dir. Ich besorg dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest.
Ja, das tust mir natürlich sehr leid, aber zeig mir erstmal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Exotisches Säbel, eleganter Krummsäbel, Rapier, Expeditionsflinte, Donnerbüchse. Ach, das ist eine Schrotflinte, ja. Guter Dreispitz, Zweispitz, schwerer Mantel. Beamtenrock, Lederweste, Nietenhose. Ach, hier gibt's mal eine neue Hose. Na, immerhin etwas. Alte Halbstiefel, alte Schuhe. Ja, Voodoo-Puppe, Rotwein, Bauplan für ein Duelldegen, Kanonenkugel. Ach, die ist das. Und die muss ich hier kaufen? Na, Glückwunsch.